Karte erkennt man. Flugplatz. Unterwegs im Kari. Gegen Sechser. Okay, kann man sich nicht aussuchen. Oft genug ist man auch gegen Neuner. Aber halt diesmal Glück, dass es nur Sechser sind. Meine Überlegung war, auf die neu gestaltete Nordseite, also nicht ganz in den Norden, aber in Richtung dieses Plateaus zu fahren. Gut, was der Tiger da im Süden zu suchen hat, man weiß es nicht. Hier haben wir den ersten Schuss verpasst. Die beiden vor mir, erkennbar an dem roten Balken, haben auch eine dementsprechende WN8. Gut, war ein ganz guter Tausch jetzt. 537 zu 241. Vom T71 von der Seite. Dreimal für 410. War blöd, aber 474 gemacht. Jetzt musste ich mich ein bisschen zurückziehen. Schade, da ist der Schuss vorbeigeflogen. Hat man sehr gut gesehen. Ja, T71. Tiger wäre ganz gut hier aufgehoben, aber leider cruist er da im Süden rum. Weiß nicht, was er macht. Da haben wir dann nochmal getroffen für 533. So, und jetzt hatte der T71 meine Aufmerksamkeit gewonnen. Da war er gerade gespottet. Und vielleicht ist er in dem Glauben, auf mich schießen zu können. Da kriegt er die ersten 512. Stellen wir uns mal hinter den Felsen. Er schießt dann auch in die Richtung. Da ist er immer noch, schießt nochmal in die Richtung, aber trifft nicht. Und jetzt war der Plan, der kommt nochmal raus. Geduld, 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 da ist er. Habe ich ihn getrackt. Auch stark auf die Seite. So, die Frage ist, wie lange braucht er, um zu reparieren? Wie lange brauche ich, um nachzuladen? Er schießt mir auch die Ketten weg und ich treffe noch gerade so. Und habe den ersten Kill eingefahren. Jetzt wollte ich wieder zurück in der Mitte helfen. Möglichst weit hinten zurückfahren. Weil hier an der Position war ich ja beschießbar. Da sieht man es auch wieder. 131 bekommen, 467 gemacht. Jetzt bounce der Panther. So, da kommt der KV-2 von oben. Dem soll ich mich nicht treffen lassen, aber ihm einen einschenken. Kriege ich noch Unterstützungsschaden für die kaputte Kette. 34 geschenkt. Ausgeglichen 4 zu 5. Jetzt war meine Hoffnung, dass der Patriot da nochmal um die Ecke piekt. Da ist er. Aber links sieht man es schon, Su 100M1. Wird vorwitzig. Der wird mit irgendwas beschäftigt sein, sonst wäre er nicht dahin gefahren und stehen geblieben, sonst wäre er weitergefahren. Ich vermute, er will den Scorpion. Er kriegt eine vom Scorpion. Beachtet mich gar nicht. Geht da halt raus. Ja, Rheinmetall steht geradeaus auf dem Hügel. Hatte ich auch mit gerechnet, dass da noch wer steht. Wenn man sieht, es sind noch 4 TDs gar nicht gespottet. Jetzt der Rheinmetall. Jetzt müssen wir mal den KV-2 wegschieben, weil wenn ich jetzt so runterfahre, wie ich gekommen bin, dann muss ich das Heck präsentieren und dann wird der Rheinmetall mir da reinschießen und dann ist das Spiel für mich zu Ende. Also müssen wir uns hier ein bisschen handwerkliches Geschick beweisen. Der ISXB ist jetzt auch raus, jetzt sind wir nur noch zu viert.
Scorpion raus. Jetzt habe ich auf den Boras gewartet. Der musste hier um die Ecke fahren, habe ich mir gedacht. Und da ist er. Zack. Dann kriegt er den ersten. Verstecken. Nachladen. Jetzt geht dummerweise der M4 raus vom Rheinmetall. Aber Boras kommt nochmal, da war ich mir sicher. Da ist er. War ich nicht richtig eingezielt. Und jetzt mit 502 die 7 mehr hätte ich auch gerne genommen. Dafür kriege ich vom Burask noch und bin jetzt selber ein One-Shot für alles. Die 7 beim T29 schaffe ich auch nicht. Jetzt ist hinter mir der VK30 raus. Tja, jetzt wird es schon spaßig. Jetzt war der Gedanke Burask vor mir oder AMX. Wer kommt als erstes? AMX. So, zack, einen machen wir noch. 519. Da ist das Spiel zu Ende. Ja, schön, ne? Fast 5000 Schaden und eine Niederlage. Jetzt wird Jagd auf die Su gemacht. Kann selber noch einen rausnehmen. Mit 7 Lebenspunkten Burask erinnern wir uns. War nicht ganz so schwer. Ja, und da ist es durchgekippt. Ja, das ist direkt das nachfolgende Gefecht von Flugplatz. Und man sieht schon wieder Top Tier gegen Sechser. Also das ist auch mal ein Beispiel dafür, dass es doch durchaus möglich ist, auch in mehreren Gefechten hintereinander Top Tier zu sein. Ist an all die gerichtet, die dann immer sagen, ja, ich bin jedes Mal Low Tier. Ertappe ich mich ja selber auch oft genug dabei. Dem ist also tatsächlich nicht immer so. Überwiegend schon. Aber gut, jetzt hatten wir zwei Gefechte hintereinander als Achter gegen Sechser. Freut man sich. Gut, das erste ist ja krachend verloren gegangen. Hier sagen wir dem Schiff hier schon mal guten Tag. Ja, krachend verloren gegangen. Also ist die Hoffnung, hier in diesem Gefecht jetzt was zu reißen. Ist ja oft so, stelle ich zumindest fest, wenn man denn Achter gegen Sechser oder Zehner gegen Achter ist, also zwei Stufen drüber, dass das meistens Niederlagen und dann auch noch deutliche Niederlagen werden. Also da immer, wenn man denkt, jetzt müssen wir hier regeln, dann regelt man gar nichts. Der KV2 hat sich jetzt vor mich gestellt, das habe ich mich bei ihm bedankt. Das hat er auch gemerkt. Das typische Spiel auf Prokhorovka oder Prochorovka. Jetzt schreibt mir der KV2 auch Wait. Ich weiß nicht, was sein Gedanke war. Ja, das typische Spiel hier mit dem TD auf der 1er-2er-Linie zu stehen. Und erstmal zu gucken, was da so aufgeht. Warum der Oni hinter mir steht, keine Ahnung. Der KV2 weiß ich auch nicht, ob der hier so gut aufgehoben ist. Geradeaus gab es kein Schussfeld, also mal in der Mitte versuchen. Auch nichts. So, E1 wurde angepinkt vom T28 HTC. Da soll irgendwas stehen. Auf. Blindshot ist mir die Gefahr zu groß gewesen jetzt, wenn ich dahin schieße, dass ich dann
gespottet bin. KV-2 teilt auch nochmal mit, T-28 auch, dass da was ist. So, da oben ist der Chariot hier. So, morgen. Oh, wenigstens 1-3 geschossen, direkt danach der KV-2 den Skoda rausgenommen. Der Uni kriegt sie da richtig. Der hält nochmal alles hin. Also dann Geschichte. Hat ein bärenstarkes Spiel gemacht. Wie der Stützwagen S1 auch sagt. Ne? Er kriegt die ganzen Shots von ihm. Jetzt ist der M6 aufgegangen. In der Mitte. Einzielen. Tschüss. DP bekommt sie auch. Das heißt, da steht immer noch was in Front. Jetzt wollte ich Richtung IS-2M versuchen, aber dafür muss ich ein ganzes Stück nach vorne fahren. Dann ist wieder die Gefahr, gespottet zu werden. Die stehen zu tief in der Mitte der Karo und der KV-85. Geradeaus schießen geht auch nicht, da stehen die Verbündeten, da komme ich auch nicht durch. Jetzt habe ich das Wrack vom Uni. Vor mir, da habe ich dann kurz überlegt. Wie gesagt, die Blindshots, da wollte ich mich nicht beteiligen. Ich hatte immer noch den IS-2M im Kopf und wollte die Mitte beschießen. Ja, das Wrack vom Uni hat er dann doch sehr gut gemacht, weil da bin ich geschützt durch eben dieses Wrack. Wenn ich jetzt schieße und aufgehe, kann ich nur von vorne beschossen werden. Und kann mich hinter dem Wrack verstecken. Unser Kirovets steht im Cap. Gut, 2 Minuten. Ist wieder ausgeglichen. 4 zu 5 hatten wir eben auch. Da, IS-2M ist nach vorne gefahren. Das bleibt ja dabei, für mich steht er zu tief, dann muss ich noch weiter nach vorne fahren, aber da war mir die Gefahr zu groß, weil geradeaus Scorpion G, ja, dann auch noch Pech gehabt mit dem Abpraller, Scorpion G noch nicht gespottet, der Sture Emil noch nicht gespottet, der E25 noch nicht gespottet, die werden alle geradeaus stehen, Kanonenjagdpanzer, wissen wir, der war auf dem Hügel, jetzt habe ich doch mal einen Blindshot da reingesetzt, die anderen sind vorgefahren. Stehen also wesentlich näher an E1 dran. Also habe ich gedacht, das kann ich auch. Da taucht der Scorpion G auf. Relativ nah vor mir. Kriegt er auch einen. Er versucht jetzt nur noch aufzudecken. Hat die Kanone schon hochgerissen. Geht da raus. Jetzt wissen wir, der Sture Emil steht auch irgendwo geradeaus, weil er hat den 40 DP rausgenommen. Der KV-2 teilt mit, dass er gespottet ist. Da ist der Cromwell. So, wieder sehen. Bleibt immer noch der Sture Emil. Kanonenjagdpanzer macht jetzt Druck auf den Hügel mit dem Uni zusammen gegen unsere Super Hellcat. Die werden wir nicht retten können. So, KV-2 macht immer weiter Blindshots. Da, Super Hellcat raus. 8 zu 9. Immer noch ausgeglichen. Gut, aufgrund der Darstellung, wir stehen auf der Minimap ganz links und kriegen keine Werte von den anderen, deshalb ob das wirklich 3,5 zu 8000 Lebenspunkte sind, bezweifle ich. So, jetzt habe ich gedacht, ich ziehe mich zurück, der Stützwagen hat noch 33 Lebenspunkte, wenn da einer direkt vor auftaucht, nimmt er den raus und dann bin ich gezwungen zu schießen, gehe auch auf und dann sind die 1250 HP, die ich noch habe, relativ schnell weg. Also wieder neben den Uni stellen. Es ist damit zu rechnen, dass der Kanonenjagdpanzer und der gegnerische Uni, der natürlich was später, aber hier bei unserem Spawn 2 über die Bahngleise kommen wird. Dann braucht man da ja auch ein Schussfeld. Die Darstellung reicht nicht ganz bis dahin. Jetzt ist der Karo in der Mitte wieder auf. Mal gucken wir da nochmal. Ganz ran.
Leider Kanonenjagdpanzer nimmt den Tiger P raus. Ja, der hat sich richtig gedreht, der Karo. Mein Schuss hätte getroffen und wahrscheinlich auch penetriert, aber ist vorbeigeflogen. Ja, jetzt steht er hinterm Felsen, kommen wir nicht mehr dran. Da ist der sture Emil. Ein bisschen vorfahren. Kriegt er eine, Rest muss ein anderer machen. Danke, KV2. Jetzt steht einer im Cap. Wer könnte es sein? Keine Ahnung. Der Kanonenjagdpanzer ist hinter uns. Ein Lebenspunkt. Okay. Macht der Jackson. So, 10 zu 11. Jetzt wissen wir nicht, wo der E25 steht. Ob der noch auf der Einsatzzweierlinie steht. Oder vielleicht hinten auf AB89. Da wäre es natürlich jetzt Quatsch, weil wir waren alle gespottet. Ja, jetzt musste was passieren, ne? 2,43. Skoda wissen wir auch nicht, wo er steht. 50 TP wissen wir auch nicht, wo er steht. Also, ich teile jetzt mit. I will go to the middle, please cover. Und teile dann auch mit, dass ich erstmal auf F4 fahre. Warte jetzt, dass einer das bestätigt. Da ist es, der Stritzwagen bestätigt das. Dann kann ich mir sicher sein, dass auch dahin geschossen wird, wenn irgendwas auf geht. Was der KV2 jetzt mitteilen will, on IHB, keine Ahnung. Ich mache jedenfalls den Skoda auf, der mich aber nicht, das ist schon mal gut. Damit steht der zweite im Cap. So, KV2 teilt mir mit, dass er jetzt hilft. Zweimal im Cap, da müssen wir jetzt, da müssen wir ran. Jetzt teile ich mit, dass ich auf F6 fahre. Der Karo macht mich nicht auf, der steht hinterm Felsen. Ich kriege aber auch so kein Schussfeld, ich muss nur außerhalb des Proxy bleiben. Ich suche jetzt den grünen Punkt, da ist er gewesen. Und kritischer Schaden. Aber dafür geht der Karo raus und hat mich nicht gespottet. Das heißt, jetzt weiß keiner, wo ich bin. E25 auf H7 teile damit. Glaube ich nicht persönlich, aber... Weil dann hätte ich ihn ja jetzt aufgemacht. Da ist der Oni. Tschüss. Und der E25 schießt von oben vom Hügel. Zwei Treffer. Da, genau. Oder Hill, sagt er jetzt. Dritter Treffer. Und jetzt muss ich mich irgendwie hier verstecken, damit ich nicht weiter von dem beschossen werde. Jetzt kriege ich sie von hinten vom 50 TP. Also, einen Schuss rein und weg. Irgendwo hinter. Erstmal reparieren, dass der 50 DP mich nicht mehr beschießen kann. E25 schießt weiter. Das heißt, er steht noch da. Und nochmal. Jetzt hatte ich das Haus entdeckt. Und oben sieht man ja, die Basis wird eingenommen durch zwei Mann. Nämlich durch mich und durch einen Gegner. Das heißt, der Skoda steht auch immer noch im Cap. Stritzwagen sagt, er hält den 50 DP im Wald. Unser Jackson versucht es hintenrum. KV2 steht dann auch in der Mitte und versucht zu helfen. Er wird aber von da aus nicht auf den Hügel schießen können. Das wird der Jackson auch nicht können. Und jetzt hatte ich den, die Befürchtung, der Skoda wird irgendwann hier um die Ecke kommen. Wie kriegen wir den E25 da oben runter? So, Stritzwagen fährt jetzt vor. Warum? Keine Ahnung. 451, schreibe ich auch gerade, könnte der Skoda mich rausnehmen, wenn ich einmal gespottet bin. KV2 macht wieder Blindshots. Jetzt hat der Stritzwagen das Problem gegen fast Full HP, 50 TP. Der ist sogar noch Full HP. So, ich kriege da kein Schussfeld aufgrund der Bahngleise. Und dann verabschieden wir uns vom Stritzwagen. Damit steht es wieder 12 zu 12. Oder wieder. Stand es ja noch nicht. Aber ist es wieder ausgeglichen. Nicht zu weit vom Haus wegfahren. Dann gehe ich wieder auf. Dann schießt der E25 auf mich. Jackson wollte doch nicht hinten rumfahren. Ist jetzt auch in die Mitte zum KV2. Das war jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so clever.
weil so kriegst du kein Kreuzfeuer auf den 50 DP und auf den E25 auch nicht. Ich fahre jetzt zurück, in der Hoffnung, gespottet zu werden. So ist es auch. Wenn der E25 noch am Hügel steht, da ist er, dann sollte er mich aufmachen. Er bleibt auch da stehen. Und jetzt muss der Schuss sitzen. Tut er auch. So, das heißt, er ist jetzt für mich One-Shot. Ich habe keinen gefressen von ihm, was HP gekostet hat. Jetzt müsste sich einer umdrehen, um den 50 DP kümmern. So, E25 ist natürlich runtergefahren. Machen wir einen Blindshot, falls er wieder hochgefahren ist. Schnell wieder hinter das Haus. Tja, die letzten 2 Minuten. Skoda, wo bist du? Der bleibt da auch ganz stumpf stehen. Vor allen Dingen hätte der Skoda, klar, ist ein Sechser, aber mit der Unterstützung vom E25 vom Hügel hätten die mich ja gut angreifen können, weil dann hätte ich mich bewegen müssen. Wenn der Skoda natürlich frontal auf mich zufährt, wäre er doof, aber fahr aus dem Cap raus und dann ein bisschen nach Norden, sodass du mich von der Seite attackieren kannst, dann muss ich mich in eine Richtung drehen und entweder kriege ich sie vom Skoda oder vom E25 und dann wäre ich relativ schnell raus. Aber den Gefallen oder den Gefallen tut mir, es ist ja, wäre ja kein Gefallen, aber das macht der Skoda nicht. Ja, jetzt nimmt der 50 DP den KV2 raus und den Jackson. Tja, jetzt hatte ich den Gedanken, eine Minute noch, die sind zu dritt, ich bin alleine, jetzt wird was passieren. Der 50 TP wird nicht in die Mitte fahren, glaube ich nicht, der wird es versuchen unten rum. Oder der E25 fährt unten rum. Mein Gedanke war immer noch, Skoda fährt oben rum. So, 700 HP soll er noch haben. Ich richte mich mal Richtung Süden aus, weil ich dachte, der E25 kommt von da, aber der 50 TP kommt. Und es sind nur 530. Und tschüss. So, jetzt sind wir gespottet. Da ist der Skoda. Und schießt auch das erste Mal. So, der muss jetzt raus. Jetzt muss ich was riskieren. Unentschieden oder Niederlage. Da, und der trifft nicht. Hätte der getroffen. Ja, und da war mir klar, einen Schuss kann ich noch machen. Das ist der. Und der Skoda überlebt. Ja, 5 Kills und wieder kein Sieg.